Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Map. Ja, du willst mich hier die ganze Zeit runterhauen, ich weiß, aber du kannst mich mal hart am Arsch lecken, du kleiner Penner. Boah, Peter. Ich stecke richtig hart ein, Junge, wie deine Mutti hier. Also, Regeln, spiel auf Peaceful, baue keine Blöcke ab und setze keine Blöcke hin, außer es wird verlangt. Wir, ja. Und keinen Bilderrahmen zerstören, um an die Gegenstände zu kommen. Es ist erlaubt, die Zeit zu ändern und den Regen abzustellen, sonst keine Cheats oder so, nicht zerstören. Boah, Peter, das wird so nichts. Ich glaube auch, dass das nichts wird. Okay, dann lassen wir das mal sein jetzt. Ja, okay. Sein lassen. Ja, ist okay. Diese Map ist, du bist so eine Hure! Für Anfänger nicht geeignet. Das ist eine Map für fortgeschrittene Jumper. Diese Map okay, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt hören wir auf. Peter! Peter! Tu nichts Unüberlegtes! Machen die alle Türen zu machen. Ja! Plötzlich, wenn ihr am Ende einer Challenge einen Hebel umlegt. Bei der ersten Challenge ist die Tür natürlich offen. Ihr bekommt nach jeder Challenge Nether-Sterne als Score. Gibt es auch versteckte Truhen und Bonustruhen mit Nehesa-Stern. Das Team von Ellipide wünscht euch viel Spaß. So, jetzt habe ich alles vorgelesen. Können wir anfangen? Sehr gut. Ja. Ich habe Hardy besiegt, möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Das ist der beste Start ever. Ever, ever. So, wo müssen wir hin? Hast du das auch verstanden, erster was du Weg vorgelesen hast, Bram? Ja, komm, go, okay. Go. Sehr gut. Erster Weg. Wenn ihr Fackel läuft, hast du alle Challenges auf dem ersten Weg geschafft. Okay, so, hier ist Challenge 1. Ja, dann lass die okay. Doch mal machen. Das ist hier, ne, die Map heißt, hat Bram bestimmt schon vorgelesen. Läuft. Ja. und oh, die wurde von euch in den Facebook-Kommentaren vorgeschlagen, als ich gefragt habe, welche Map wir als nächstes spielen sollen. Weil wir hatten in den letzten zwei Maps, haben wir kein besonders glückliches Händchen bewiesen, zugegebenermaßen, und deswegen... Warten wir immer am Ende der Challenge? Würde ich sagen, ja. Ja. Okay, wie definieren wir am Ende der Challenge? Du weißt doch, letzter Sprung. Ja, aber pass auf, guck mal hier. Ja, also ja. Wir machen jetzt kurz auf den Stillstand. Der ja. Steckt da fliegen. So, wo ja. Ist hier das Ende der Challenge? Guck mal hier runter. Ja, An aber hier ist doch ein genau? Checkpoint, oder? Kann man den nicht öffnen? Ja, genau, deswegen ist die Frage. Wo ist, ja, wo dann, ist, dann ist hier ein Checkpoint. Okay, aber kann man den hier öffnen, den Checkpoint? Da muss man da runterspringen. Ja, das weiß ich dann. Okay, pass auf, wir springen jetzt da runter. Ja, okay. Dann ist hier das Ende der Challenge. Dann ist hier wieder zu. Nee, dann ist hier wieder Checkpoint. Zu. Das ist ja nur, wenn, weil du runterfällst. Dann ist die Challenge da. Aber. Ja, wir gucken mal. Lass mal weiterspringen. Vielleicht finden wir ja ein Schild, wo steht hier Challenge 2 oder sowas. Nee, das hier ist eine Challenge nur. Ach so. Gibt 20 Stück. Ja, dann würde ich sagen. Peter, jump schon. Dann würde ich sagen, bevor man ja, den nächsten Sprung zur nächsten Challenge machen muss. Ja, aber wo ist denn die nächste Challenge? Vor allen Dingen, wo ja, geht's hier hin? Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt hier weiter. Da unten? Da unten ist noch eine Öffnung. Ja, alles klar. Oh, ich bin ja, ich mach das. Ja, Standard. War nicht so schwer gewesen hier, Bobbys. Ist echt nicht so schwer gewesen. Das ist voll kompliziert. Ich trau mich jetzt gar nicht, jemanden zu hauen. Okay, hier scheint jetzt die nächste Challenge zu sein. Ja, aber wo genau sagen, fängt die an? Ja, hier, ich würde sagen, sobald man den ersten Sprung machen muss. Deswegen hätte man hier jetzt beispielsweise schon da unten nicht mehr... Boah, das ist aber echt schwer einzugrenzen. Können wir nicht einfach gesunden Menschenverstand benutzen? Der funktioniert nicht. Der heißt dann immer, hier hättest du nicht gedurft. Dann sagen wir einfach, machen wir das so, der den letzten Sprung gemacht hat von der Challenge, der darf nicht mehr schlagen. Fertig, aus. Ja, aber was ist der letzte Sprung von der Challenge? Ah, okay. Ist das jetzt der letzte Sprung gewesen? Oder das ist voll gemein zu mir. Das ist jetzt oder der das? Letzte Sprung gewesen von der Challenge, den ich jetzt gerade gemacht habe. Echt? Habe ich noch so gemacht? Also ich darf jetzt okay. Nicht mehr schlagen. Aber ich muss auch hier warten, scheinbar jetzt. Okay. Dann ist das ja recht obvious. Der Sprung ist echt nicht so cool. Ich weiß, dass du da hinten stehst, Bram, ich bin doch nicht doof. Das ist ein Rundgang. Ja. Wetten wir, der will mich sofort noch richtig hart ficken. Ich weiß, ich muss jetzt richtig schnell sein. Da kam er angerannt, hast du gesehen? Und man darf erst wieder weiterschlagen, nachdem man dem ersten Sprung
zur nächsten gemacht hat. Aber also du hast gesagt, der Erste, der den Challenge schlagen. Geschafft hat, darf nicht mehr schlagen. Das heißt, ich darf jetzt noch schlagen. Ach, laber doch kein Bullshit. So war das, wurde das nicht gemeint. Das weißt du auch, du kleiner Bongo. Wo ist der Bram, ja? So. Alles klar, Bram dürfte jetzt wieder schlagen. Hui. Leiter. Ja, aber ich bin dafür, bei solchen leichten Dingern hier, kann man da mit dem Schlagen ja jetzt erstmal hier. Ja, Bram ist, hat gerade nämlich schon angefangen. Er hat mich schon richtig hart gefickt. Ja, aber hier, ey, das ist doch jetzt echt. Kann ich mal was weitergeben? Kindergeburtstag. So? Boah, das ist aber echt schwer zu sehen. Ah, lol! Die hab ich nicht gesehen. Ja, aber wo jetzt hin? Da unten? Was macht das denn für einen Sinn? Ich würde sagen, da, wo der Pfeil ist, oder? Ja. Nicht die Map hinterfragen, Hadi. Einfach machen. Okay. Oh. Ah. Boah, der fängt hier aber schon nicht schlecht an, muss ich sagen. Also wenn ich so an die ersten, an die normalen Jump-Maps denke, die ersten Challenges sind da mehr so, weißt du, wenn du da mal über zwei Blöcke springen musst, dann ist das schon hart. Das stimmt aber. Aber hier fängt er schon direkt an wie Mr. Peniskopf. Oh ja. Oh, ist Peter. Yeah. Wieso willst du das wissen? Auch einfach nur so. Hui! Zack! Da musste ich mich selber beeilen. Da war der Brummy schon ein bisschen hinter mir, muss ich sagen. Hätte ich ja lange schon töten können, wenn ich das gewollt hätte. Eine Etage runter, einfach warten. Bitte Schalter umlegen. Mit dem Schalter öffnest du Challenge 2. Score. Okay. Challenge 2, ne, Challenge 3. Hier ist Challenge 2. Challenge 2 ist zu. Ne, jetzt nicht hier vorne ist Challenge 2. Ah ja, aber das war der Ausgang. Wir sind natürlich sehr klug. Okay. Oh, Moment. Ja, sehr gut. Alter. Ja. What motherfucker? Oh, lol. Hallo, Hadi. Dachtest du, du wärst richtig weit vorne, weißt du, dachtest du, wärst der King. Habt ihr jetzt solche Probleme mit der Map hier oder was? Ja, du denn vielleicht auch gerade wieder runtergefallen zum zweiten Mal schon? Bullshit. Doch easy hier. Du bist so eine kleine Hure, weißt du das eigentlich? Ich war da nicht. Nur weil dein Unvermögen hier gerade am Start ist, ja, musst du mir hier auf den Sack gehen oder was? Scheiße. Ach, Peter, jetzt komm, ey. Bram ist schon fast durch. Oh. Voll durch, Junge. Lol. Da ist er ja wieder. Durch wie roher Fisch. So, Peter, jetzt kannst du mir. Oh, das darf doch echt nicht wahr sein. Das ist. Scheiße. Peter ist zu schlecht. Peter ist zu schlecht. Alter, und Spaß, du darfst nachher keinen versauen. Nee. Ja, das ist Spaß, der doch so. Boah, leck mich am Arsch, ey. Wieso hab ich denn das gerade so gut gemacht? Und jetzt geht das gar nichts mehr. Der macht doch genauso getan, dass du, wenn du verkackst, auf jeden Fall durchfällst. Ach, wie schlecht. Ah. Das ist natürlich krass. Boah, ja. Und die Sprünge sind natürlich mal wieder jeder einzelne ist so. Bis den letzten Drücker musst du abspringen. Wo fängst du jetzt schon wieder an, ey? Fängst du jetzt schon wieder an zu meckern? Ja, das ist nichts Neues mehr. Ne, das ist echt nichts Neues mehr. Ja, das stimmt. Der Assi muss halt ja bis irgendwie 5 Stockwerke hier treiben. Manchmal ist auch bewährtes gut. Fuck. Ja, deine Mami zum Beispiel. Ja, so. Kann ich nicht wahr sein. Kann ich wahr sein. Ah, das kann nicht wahr sein. Boah, das ist echt so ätzend einfach. Boah, Peter, du bist so ein Noob einfach. Was kann man denn so scheiße sein? Fick dich, Peter Smits! Du sabotierst den ganzen Spielspaß hier. Sabbers? Ja, das sowieso. Ja, ich trieft von meinen Lefzen. Ja, komm schon. Ja, Baby, so will ich's. So, jetzt noch 2 Sprünge und dann hab ich das geschafft. Nein! Du Hure! Was für ein Wichser, ey! Was ist der letzte Sprung? Weil es aber auch wirklich so einer, wo du komplett durchfällst einfach. Wer ist denn jetzt die Hure? Ja, der Map-Ersteller. Ach so. Das klingt so, als hätte die einer runtergehauen. Ja, aber weißt du, nicht so eine Hure, weißt du, wie sie am Straßenrand steht, sondern so eine richtige Billig-Hure, ey. Sondern so eine Hartgeld-Nutte einfach.
So eine total verkokste. Ja, so eine Meth-Nutte. Boah, Peter ist mir jetzt ganz ehrlich. Ja, so eine Meth-Nutte, Peter. Ja. Auf die du so abfährst. Ja klar, das sind meine Best Friends forever. Ja, haben so. Wie in Breaking Bad die eine. Ja, genau die. Ja, genau so eine. Genau so eine. Boah, so ekelhaft einfach nur. Wenn die mit ihren sexy Zähnen so richtig geil lutscht und so. Wurde das so. Ach komm! Und die hat dann auch Sex mit einem Typen da. Ja. Ich weiß nicht, ob das Spoiler ist. Ja, mit deinem. Ach komm, lass mir das jetzt anfangen. Ja, komm, ist dir nichts eingefallen, sagst du? Nee. Muss erstmal wieder runterfallen. Boah, das ist aber auch echt übel, ey. Sind wir schon in der zweiten Challenge? Hat am Verkacken einfach. Ja, wir brauchen. Das sind aber auch schon wieder so Lackersprünge einfach. Ich krieg's ja gerade echt nicht geregelt hier. Nee, Peter, du bist aber echt. Du bist sogar noch schlechter als Dennis und ich zusammen, ey. Ja, so will ich das. Jetzt aber nicht sagen. Der hat sich angehört wie der Typ aus Diablo da, der Typ, der diese Pestwolken versprühen kann. Ich lasse auch die krassesten Epics fallen. Ja, du bist jetzt noch nicht angefickt worden, oder beim Ziehen? Boah, ohne Witz, ey. Also der Hexendoktor ist der erste, der heute noch auf dem Weg geht. Ah, ja, aber heute Abend gibt es noch mal eine Session. Später. Eine Ziehsession? Ja. Peter? Ja, okay, dann muss ich das mit. Boah, dann weiß ich nicht, was. Hab ich gerade meinen Namen gehört? Scheiße. Mein Gott! Oh mein Gott! Wer nimmt der gerade auf? Ich, Moment. Okay. Das war keine Absicht. Ja, macht ja nix. Generell ist das ja kein Problem, aber das muss nicht sein. Ja, ich hab's mir notiert. Okay, sehr gut. Was ich sagen wollte ist, du hast doch bestimmt heute später abends noch Zeit dann, oder? Ja, bestimmt. Boah, was soll ich denn dann? Also ich muss sagen, den Kreuzritter, den habe ich in der. Der war ganz nett, aber der ist jetzt auch. Macht jetzt auch nicht so mega viel Spaß irgendwie. Also der Kreuzritter ist die neue Klasse, oder? Ja, ja. Ja, also der haut schon. Langweilig. Ja, der haut zwar super Damage raus, hält auch viel aus, aber ich finde die Attacken halt größtenteils recht langweilig halt. Boah, leck mir doch mein Fickgesicht, ey! Ich glaube, ich würde die Magierin dann nehmen, wenn wir noch mal ziehen. Weil Mönch war okay. Baba, meh. Was die genau bringt das Ziehen denn jetzt genau? Also in kurzer Zeit von Level 1 auf Level 60 kommen. Ja, aber ist das Level nicht auch ein wichtiges Spielelement und Spaßelement des Spiels? Also nee, das ist eher lästig. Der wirkliche Spaß fängt von Level 60 an. Ah, okay. Weil du dann. Ja, wenn du anfängst, die Gegenstände zu finden und so, dann wird mein schönes Duschbeck-Herz erst. Schön mit Liebe erfüllt. Weil wenn du nämlich legendäre Gegenstände mit Level 30 und so findest, dann bringt dir das später herzlich wenig. Und ich hab gestern oder heute Morgen noch, ich hab bestimmt noch 3 legendäre Gegenstände gefunden, ey. Ich bin halt so mega hot auf das Spiel, weil es auch hoffentlich auch mal jetzt Level 70 wäre mit dem Hexendoktor. Aber ohne Witz, ich hab ich spiele ja mittlerweile mit dieser Ätzwolke und diesen komischen Hunden. Und diesem Schädel, den man werfen kann. Aber. Und mit dieser Armee. Aber ansonsten, so diese komischen Eisbären und so mache ich gar nicht, weil ich mich nicht mitten reinstelle irgendwie. Also ich stelle mich halt mittlerweile immer mitten rein und alles, was ich mir am Gegenstand aussuche, geht für mich auf Live on Hit. Ah, okay. Ja, du bist bestimmt mehr so der Spieler, der andere für sich arbeiten lässt, Tadi, oder? Nee, nicht unbedingt. Also ich hau schon ordentlich Damage raus mittlerweile sogar, aber ich stehe gerne am Rand und schmeiß mein Zeug da rein. Oder lasst meine kleinen Mongos für mich arbeiten, die da reinrennen. Hast du das schon geschafft, Bram? Oh ja. Ich krieg den einen Sprung einfach nicht hin. Das kann echt nicht wahr sein. Ja, sag ich doch, der die Mongos dann für sich arbeiten lässt. Ja, aber ich hab auch ehrlich gesagt jetzt nicht so ein. Ich hätte gern so einen, der so Damage over Time macht, aber sowas habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber andererseits finde ich das auch langweilig, dann dabei zuzugucken, wie die Gegner Schaden kriegen. Ich will lieber selber dafür sorgen, dass die Schaden kriegen, so in dem Moment, weißt du? Ja, kann. Du bist so ein Spacko! Weiß ich. Und ich verreckst du in der Hölle. Und jetzt bin ich runtergefallen. Ja, die Magierin, ich glaube, ich werde die Magierin dann nehmen. Ja, wobei, heute Abend ist C-Session, aber dann für bis Level 70. Und was passiert dann auf Level 70? Kann echt nicht wahr sein. Ja, dann kannst du halt endlich mal den Abenteuermodus und so eine Scheiße probieren. Und auch mal Equipment farmen. Ja, achso, wie meinst du C-Session bis Level 70? Ja, das war. Achso, du meinst den Rest von dem, was wir gemacht haben.
Ja, klar. Ach so. Ah, okay. Da musst du mich irgendwann anders mit der Magierin nochmal ziehen. Ja, kann ich auch noch machen. Dann zieh ich dich auch mal. Aber mit Level 70 geht das halt viel, viel einfacher, jemanden zu ziehen, weißt du? Dann hast du das ja gesehen, wie viel Damage Dingsbums mit seinem Mönch gemacht hat. Oh ja. Der macht fünfmal so viel Schaden wie ich und der ist nur vier Level über mir.